Moin Leute und willkommen zurück hier bei Lego. Und wir sind bei den Lego Marvel Superheroes. Und ja, wir wollen jetzt mal weitermachen mit der Main Quest. Die Frage ist jetzt nur, wo war das genau? Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wo wir hin sollten. Wir sind ja eigentlich auf der Suche nach dem grünen Kobold. Ich bin mir jetzt nur nicht so sicher, wo der ist. Das hier sind alles verschiedene Sachen. Hier können wir wahrscheinlich dann auch Charaktere freischalten. Das machen wir alles noch später. Jetzt wollen wir uns aber erstmal wieder um die Main Quest kümmern. Und da gucke ich gerade mal, wo das dann weitergeht. Was ist das hier? Das sind irgendwie... Ach, da... Nee. Ja, Manhattan ist groß. Wir können ja hier vorne mal kurz schauen. Das hier sieht... Forschung. Ach, guck mal, das ist die Quest. Forschung. Die hatten wir ja schon gemacht. Beziehungsweise nicht die Quest, sondern die Mission, das Level. Dann gucken wir mal weiter. Sollten wir vielleicht zu den Fanta 4. Gerangel am Times Square. Das hatten wir auch schon. Wir können ja mal... Da komme ich jetzt nicht hin. Was haben wir hier? Reisen nach... Machen wir mal. Shield Helicarrier. Das hört sich, glaube ich, ganz gut an. Das ist ja dieser Flugzeugträger. Mal gucken, ob wir da in der Quest vorankommen. Ja, Flugzeugträger ist gut, ne? So, gut, dass da kein Halt ist, der uns hier schön die Sicht immer raubt. So, wir können aber auch gleich hier oben bleiben. Also, das ist der Stark Tower. Das war ja der erste, den wir hier quasi gesehen haben. Ist er doch, oder? So. Steht da irgendwo Stark drauf? Da ist Oscorp und das sieht eigentlich aus wie der Stark Tower. Aber ich bin mir gerade nicht so 100% sicher. Also der Pfeil zeigt nach unten. Fisk Tower. Dann müssen wir nochmal gucken. So, hier haben wir den Oscorp Tower. Was ist das hier für einer? Stark Tower. Ach, guck mal. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir da jetzt weitermachen? Wir können ja mal nach oben. So. Stopp. So, hallo Hulk, wie kommst du hier hin? So, guck mal, der ist richtig schnell, wenn er will. Aber richtig weitergehen tut's ja auch nicht, ne? Tja. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Sag mal, gibt's denn das hier vielleicht bei dem Fragezeichen?
Autsch. Einmal schön übergefahren. Herzlichen Dank. So, hier haben wir... Aha. Hast du meinen Sohn gesehen? Ich habe eine Sekunde nicht hingeschaut und schon ist er verschwunden. Meinte etwas von einem Gemüse, das er finden wollte, das ihm irgendwelche Superhelden-Nachtsichtfähigkeiten verleihen würde. Diese Fantasie. Ja, das ist eher eine Quest. Genau, es sind ja auch mehrere Fragezeichen. Das kann ja jetzt nicht hier weitergehen. Da muss ich nochmal ganz kurz schauen. Das sind Charaktere, die wir mit Sicherheit dann freischalten können. Was ist das? Gucken wir da mal hin. So, was haben wir hier? Ach, guck mal. Das ist so ein goldener Stein. Den lasse ich jetzt auch erstmal wieder hier drin. Das machen wir dann später noch. Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Ja, dann machen wir's so. Dann mache ich hier mal ganz kurz einen Schnitt und... Gleich, ich suche mal eben kurz raus, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann gleich wieder, bis gleich. So, wieder da und ja, hätte ich mir auch irgendwie denken können, ne? Hier vorne bei diesem Ding geht's weiter. Da können wir uns jetzt nicht wirklich uns das markieren, aber wir haben ja auf der Karte das auch schon als Anzeige. Ja, da hätte ich mal, da war ich ja eigentlich schon auf dem Weg hin. Na gut, dann fliegen wir da mal ganz kurz rüber und da sollst du nämlich mit der Story weitergehen. Das ist dieses Raft. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt im Deutschen hier gesagt, übersetzt haben, aber ja, Fährhafen, wunderbar. Und dann gehen wir hier mal runter und schauen uns an, was sich hier verbirgt. Na toll, die Fähre ist außer Betrieb und du übersteigst die Gewichtsgrenze, um dich dort rüber zu fliegen. Hulk hat Höhenangst. Das auch noch. Vielleicht bekommen wir diesen alten Kahn zum Laufen. Ja, das werden wir sicherlich. Wenn der Hulk so Höhenangst hat, dann frage ich mich immer, wie er es immer so schnell schafft, auf die Hochhäuser zu kommen. So, da ist die Fähre frei. Hallo. Arbeit. Ihr habt die Fähre repariert. Meine familienfreundliche Rikers Island Fährentour kann wieder an den Start gehen. Wer mitfahren möchte, braucht allerdings ein Ticket. Regeln sind Regeln. Soll das ein Witz sein? Hey, hey, hey! Spar dir deine Haltmethoden für die richtigen Schurken, ja? Dann holen wir uns eben ein Ticket. Ja, super. Dann holen wir uns mal ein Ticket. Und wenn der hier erstmal anfängt zu laufen, so schnell wie der ist, da ist es so schwer, den zu kontrollieren. So, gucken wir mal, was können wir denn hier bauen? Das ist wahrscheinlich der Ticketautomat. So, und da liegt ja schon eins. Das ist, glaube ich, die falsche Taste. So, ich komm, du sollst das aufheben, Junge. So, geht doch. Und dann gehen wir mal schnell los, bevor der Hulk sich auch noch eins holt. Hi. Habt ihr ein Ticket? Dann ab an Bord, Leute. Nächster Halt, Gefängnis. Dann mal ab an Bord. So, dieses mit diesen Bürgern in Not, das sind die Fragezeichen. Das machen wir ja auch noch. Allerdings dann erst, wenn wir mit der Story fertig sind. Die famose X-Villa.
Während zu ihrer rechten Hand... Agnus Klo. Ernsthaft? Hättest du nicht gehen können, bevor wir los sind? So, halt, dann darfst du auch mal was Sinnvolles machen. Ja, schmeiß weg. Danke. Genau auf den Arm Tony Stark. Und dann hier einmal kurz reinschießen. Und dann sollte das Tor sich öffnen. So, wunderbar. Dann gucken wir mal rein. Das wird dann unser nächstes Level sein. Vor der Ostküste Manhattans liegt der Doppelhochsicherheitstrakt des Hochsicherheitsgefängnisses von Riker Island, auch Raft genannt. Wer die Superschurken der allerübelsten Sorte sucht, der findet sie hier. Meine Sensoren melden Bewegungen jenseits dieser Mauer. Ach, das Wolverine. Lass mich los, Kleiner. Hulk reißt hässliche Koteletten ab. Hulk, hör auf. Mittlerweile müsstest du wissen, dass er einer von den Guten ist. Auch wenn er nicht so riecht. Solltest du nicht in Kanada auf Ahnensuche oder so sein? Ich habe Sabretooth hierher verfolgt. Chuck meint, Doom hat Hilfe von der Bruderschaft der Mutanten. Wobei. So, ein paar neue Charaktere. Sabretooth, Mystic. Und wer kommt noch? Los geht's! So, ein neues Level. Da gucken wir nochmal eben ganz kurz rein. So, können wir hier speichern? Frage: Warum sollte Doom mit Magneto unter einer Decke stecken? Jetzt nicht mehr. Boah, der hat auch nur was zu meckern. Na gut, lassen wir den Quatsch mal. Und sehen mal zu, dass wir hier voranschreiten. Ach, guck mal, für die öffnet sich die Tür, aber wenn wir da durch wollen, tut sich nichts. Ach, guck mal da links. Was haben wir da? Ach, das ist ein so ein Dingens. Ja, das machen wir, die schalten wir später noch frei. Für uns geht's wohl hier runter erstmal. Ach, du je. So, wir können ja auch mal ein bisschen mit Wolverine spielen. Wir wollen ja uns immer schon so ein kleines bisschen abwechseln. Gut, hier vorne, da bietet sich natürlich der Iron Man an. Damit wir hier einmal rüberfliegen können und die Brücke wieder in Ordnung kriegen. Ach, guck mal, hiermit kann doch mit Sicherheit dann der Wolverine graben. So, was sollen wir hiermit jetzt?
Aha, von da aus geht's. Dann bauen wir mal die Brücke wieder auf. Wage es zu bezweifeln, dass die für den... Hulk reicht, aber hat gerade noch so geklappt. So, netzschwingende Charaktere. Ja, das sieht schlecht aus. Ich zweifle, dass er das kann. Nee, aber dafür kann er hier mit... Oh Gott. Nicht schwimmen. Ah ja, komm, dann halt nochmal doppelt hält besser. So, jetzt seh mal zu, dass du hier mal ein bisschen vorsichtiger bist. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier jetzt graben können. Ja, das kann der Wolverine, sehr gut. Und dann können wir uns hier so ein kleines Loch reinreißen. So, haben wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Sieht nicht so aus. So, dann reißen wir das Ding mal auf und dann verprügeln wir die Jungs mal hier. Alter. Den haben wir es mal richtig gegeben. So, dann holen wir mal den Stark. Na komm. Die leuchten hier. Das ist wahrscheinlich Spinnensinn, ne? Was hat er hier zu sagen, wenn wir das hier machen? Ach, guck mal. Er hat da auch so eine Art Sinn. Ach, Junge. So, nicht wieder ins Wasser fallen. So, jetzt hier einmal rum. Und dann klettern wir hier hoch. Können wir das kaputt hauen oder brauchen wir das noch? Nee, er kann da auch nichts machen. Okay. So, lassen wir den Hulk einfach mal stehen und gehen mal weiter. Na gut, jetzt brauchen wir ihn spätestens auch wieder. So, wo ist der? Hier unten. Hulk, smash! So, das sieht aus wie so eine Art Aufzug. Wie kriegen wir den Aufzug dann aktiviert? Ich hätte jetzt schwören können... Ach, guck mal, Krallenschalter. Ah. Guck mal, so geht das Ding dann hoch. Krallenschalter. Ja, das muss einem erstmal einfallen. So, kommt er denn mal hoch? Denn wir brauchen hier mal so einen kleinen Türenöffner. Hulk mag nicht helles Licht. Oh oh. Au. Das ist ja unpraktisch. Und es wird immer unpraktischer. Also, wir haben hier eine Menge silberner, glitzerner Dinger. Ich schätze mal, da müssen wir uns mit... Da müssen wir uns mit dem Iron Man drum kümmern. Ach, okay. Jo, so ist es. Okay, dann machen wir hier erstmal wieder ein kurzes Päuschen, machen gleich direkt weiter hier. Und ja, dann wollen wir mal zusehen, dass wir diese ganzen silbernen, blinkenden Geschütze dann mal wegbekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr denn da auch wieder dabei seid in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, dauert nur eine Sekunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei LEGO Marvel Super Heroes. Bis dann.